Hallo und herzlich willkommen, Leute. Gestern Abend gab es noch neue News zu World War II Nazi-Zombies. Und zwar hatte ich ja bereits gestern ein Video hochgeladen über die vier Personen, die im Nazi-Zombie-Modus mitgespielt haben, beziehungsweise mitspielen werden. Nun wurde jedoch noch eine weitere Person bekannt, die gestern Abend also veröffentlicht wurde und die in diesem Zombie-Game mitwirkt. Und zwar handelt es sich dabei um den Schauspieler Ryan Reims. Ich hoffe, ich spreche jetzt einigermaßen richtig aus. Im Spiel soll er eine Figur namens Jefferson Potts spielen. Den Schauspieler selber kennt ihr vielleicht unter anderem aus Con Air, Mission Impossible 2 oder 3, Dawn of the Dead oder eben den zwei neuesten Mission Impossible Filmen. Auf jeden Fall ein hochkarätiger Schauspieler-Sternchen hier am Start. Ja, aber nun stellt sich jedoch für mich persönlich die Frage, wie das mit 5 Spielern klappen soll. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten, die ich mir persönlich jetzt so vorstellen könnte. Erstens, wir haben 4 Spieler und einen Extra-Spieler zum Freischalten, wie bei Infinite Warfare. Oder einer der 5 Schauspieler ist halt nur für die Kulisse da, als beispielsweise ein böser Wissenschaftler. Das würde ja auf Udo Kiers Part als deutscher Nazi-Wissenschaftler gut passen. Zweitens, wir haben einen ganz neuen Zombie-Modus, in dem man diesmal 5 Personen miteinander spielen können oder sogar 6 Personen miteinander spielen können. Drittens, wir bekommen noch mehr Charaktere zur Auswahl und es wird so ein Versus-Mode geben, eventuell so wie es bei Grief damals war, wo man sich dann Charaktere gegeneinander aussuchen kann. Ja, oder viertens, wir könnten uns vielleicht einfach am Anfang des Spiels aussuchen, mit wem wir auf der Karte spielen können. Wenn man Missionen erledigt hat, könnte es ja sein, dass man Charaktere freischaltet und dann kann man sich aussuchen, mit wem man das noch spielt. Ja, oder ich liege hier einfach komplett falsch und es kommt was ganz anderes als gedacht. Das sind natürlich alles nur Spekulationen. Ich weiß das natürlich selber nicht. Sehen werden wir das erst, wenn wir das Ganze spielen können. Und es dauert bis November noch. Also es dauert noch ein bisschen. Ihr denkt daran, Leute, für News die Glocke aktiviert zu haben und natürlich zu subscriben und das Video mit einem Daumen hoch bitte zu unterstützen. Falls es noch mehr Änderungen im Cast geben wird, erfahrt ihr das natürlich hier bei mir auf meinem Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und vielen lieben Dank fürs Gucken.